Jo, was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück zu einem wunderbaren neuen The Elder Scrolls Online Bildvideo. Tatsächlich heute ein wunderbarer Ausdauer-Damage-Dealer Nekromant. Ein besonderer Bild, zumindest für YouTube-standardisierte Videos. Wir nutzen Synergie-Proc-Sets. Ja, Synergie-Proc-Sets. Was das genau ist, werde ich gleich erklären. Aber im Endeffekt sind Synergie-Proc-Sets Sets, die nur durch Synergien aktiviert werden. Und dementsprechend, weil man am DPS-Test an der Puppe natürlich nicht so viel Synergien bekommt, droppt der DPS und sie sind natürlich dann nicht mehr so repräsentativ. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Dementsprechend kann man nicht sein Bild mit geilen DPS-Ziffern betiteln auf YouTube. Dementsprechend findet ihr diese Builds eher selten, sei denn ihr googelt direkt danach. Allerdings sind diese Sets extrem effektiv, vor allem im Content, den ihr spielt, nicht am DPS-Test selber. Und können unter anderem die standardisierten Sets outperformen oder gleichwertig performen. Also was heißt oder? Hundertprozentig gleichwertig performen. Aber vor allen Dingen in manchen Situationen sogar outperformen. Wir haben hier ein Ausdauerbild, der zwei Waffen wield auf der Frontbar und ein Backbar Bogen besitzt. Ja, wer hätte das gedacht? Ganz klar vorweg, wie immer ich das mache, an dem wunderbaren Test-Dummy schaffe ich alleine ein DPS von 51k. Ist gut, ist nice, ist viel. Allerdings geht da natürlich noch viel mehr. Und wie viel da mehr geht, werden wir gleich, wenn wir bei den Sets sind, tatsächlich mal besprechen. Denn im Content wird der DPS auf weit über 70k droppen. Sich erhöhen, sich steigern. Und unter Umständen, sofern ihr eine richtig große Raid-Gruppe zum Beispiel habt, die euch mit Synergie nur so voll füttern, wird euer DPS immer höher und höher steigen, bis ihr dann in der tatsächlichen ungefähren 75 bis 80k Liga seid. Und das ist wirklich möglich. Allerdings ist es situativ natürlich abhängig, wie synergiefreundlich eure Gruppe ist. Nun ja, wie immer würde ich sagen, schauen wir einfach in die charakteristischen Stats. Wir haben 12k Max Mana, das reicht. Wir haben nur eine Mana Ability, die sehr wichtig ist. Dementsprechend passt das. 16k bzw. fast 17k Max Leben, das ist nice. Wenn ihr natürlich mehr Leben haben wollt, ändert das Food, allerdings wird euer DPS, sofern ihr nicht Rec-Food nehmt, etwas sinken. Des Weiteren 32k Max Ausdauer und die reichen uns vollkommen aus. Der Self-Sustain ist bei diesem Bild sehr hoch. Des Weiteren 64 Punkte in Ausdauer, weil wir in Ausdauer-Char sind. Das hätten wir alle, glaube ich, in irgendeiner Art und Weise erwartet. Wenn wir Zucht buffen, das heißt, wir nehmen ein Pet, einen Begleiter. Beim Nekromanten funktioniert das nämlich so. Und natürlich proppen wir in Waffenkraft-Potion, hängen wir hier tatsächlich bei einer Ausdauerreaktion von 1584, also knapp 1600, was ziemlich viel ist für ein Raid. Also Self-Buffed, Raid sage ich schon, für ein DPS-Bild in dem Sinne Self-Buffed. Des Weiteren 4121 Waffenkraft, ohne Glyphe, mit Glyphe fast 4600, sick as frick. 51,4% kritischer Waffentreffer, die magische 60% werden durch den Heiler natürlich in dem Sinne erreicht, allerdings funktioniert das auch mit dem sehr, sehr gut. Des Weiteren 13k Magieresistenz und 12k physische Resistenz. Also standardisiert da bei den Resistenzen. Monostein tatsächlich der Schatten. Ich bin hier voll auf göttlich gegangen, das heißt wir haben die 19%. Wenn ihr tatsächlich Sustain-Problem habt, könnt ihr natürlich auf Erfüllt gehen und dementsprechend etwas Schaden einbüßen, aber mehr Sustain bekommen. Wir nutzen fragwürdigen Kameradrohnen, das heißt wir bekommen Ausdauerregeneration, Max Ausdauer und Max Leben. Wie gesagt, wenn euch das nicht passt vom Max-Leben, könnt ihr natürlich auch Max-Ressourcen-Food nehmen, sprich Max-Leben, Max-Ausdauer. Gehen eure Flatten-Stats höher, allerdings, wie wir alle wissen, durch die fehlende Rec geht euer DPS etwas runter, da ihr nicht so viel Sustain habt. Wir haben kleineren Schächter, im Endeffekt sogar zweimal, aber der wird nur einmal angezeigt und wirkt sich nur einmal aus, da wir zwei Raid-Sets benutzen. Ja, Raid-Sets tatsächlich. Des Weiteren haben wir natürlich noch Knochensammler, Boni, was das ist, werden wir später dann noch erfahren. Nun ja, wer hätte das gedacht? Wie ging es in die Fertigkeiten? Und ich muss auch hören, wer hätte das gesagt zu sagen, denn das habe ich jetzt zu oft gedroppt. Unsere erste Bar. Sehr simpel aufgebaut, sehr effektiv. Erste Skill, verdorbene Sprengknochen. Oder verstorbene Sprengknochen. Wir beschwören ein Skelett, ne? Das kommt aus dem Boden und nach 2,5 Sekunden schmeißt es sich auf alle Feinde in der Nähe beziehungsweise auf den Target, den ihr annehmt und verursacht 15 beziehungsweise fast 16k Seuchenschaden
in einem AOE-Effekt, also sprich an allen Feinden in der Umgebung. Nicey dicey. Des Weiteren bekommen sie 4 Sekunden lang Schändung, was ihre erhaltene Heilung natürlich verringert. Und es hinterlässt einen Leichnam, das für uns sehr wichtig ist. Wo findet ihr den wunderbaren Sprengknochen? Grabfürst, zweite Skill, die Veränderung von normalen Sprengknochen. Nice. Wie sieht dieser wunderbare Effekt aus? Er sieht so aus. Wir gehen mal kurz zum standardisierten Dummy, da ich nicht die ganzen Buffs wegkriegen möchte. Wir sammeln den, er kommt und boom. Okay, schön, das war's. Da haben wir noch die geilen Knochen. So, das ist schön. Nebendran, detonierender Pfeifen. Sofern ja, ein Leichnam auf dem Boden ist, saugen wir gewaltsam den Lebensfunken raus und kriegen 12 Sekunden lang 17,8, ne, also in dem Sinn 17.820, Seuchenschaden verursachen wir an allen Feinden zwischen uns und dem Leichnam selber. In einem Umfeld, das heißt in einer gewissen Art und Weise AOE. Zudem bekommen wir, sofern wir über die gesamte Wirkdauer hinweg quasi diesen Effekt wirken lassen, explodiert der Leichnam und verursacht nochmal extra Seuchenschaden, was ziemlich nicey-dicey ist. Des Weiteren tatsächlich ebenfalls ausgerüstet erhöht sich unser verursachter Schaden um 3%. Das heißt, alles, was auf dieser wunderbaren Bar ist, dieser Hauptbar, wird in dem Sinne tatsächlich um 3% gebufft. Deswegen haben wir den Siphon auf der Hauptbar. Um das nochmal kurz zu demonstrieren, wir summen zum Beispiel im Kampf ein Skelett, der springt drauf und wir können den Siphon aktivieren und ihr seht, was passiert. Sieht übrigens mega geil aus, werde ich wahrscheinlich für das Thumbnail benutzen. Love it. Wo findet ihr den? Letzte Skill, Grabfürst, Veränderung vom schockenden Siphon. Ganz simpel. Nebendran unser Main Spamble, der Giftschädel. Giftschädel, in dem Sinne, alle Stats wie immer ungebufft, wer hätte das gedacht. 9.580 Giftschaden pro Schädel. Beim dritten Schädel verursachen 20% extra Schaden. Und in dem Sinne, solange ausgerüstet, zählt jedes Wirken einer beliebigen Nekromantenfertigkeit, während ihr kämpft quasi in Richtung des dritten Wirkens. Ja? Das heißt, wenn ihr den aktiviert habt und ihr eine beliebige Nekromantenfertigkeit aktiviert, also beispielsweise nochmal hier, das wunderbare Skelett, das ja in dem Sinne nichts mit dem eigentlichen Kopf zu tun hat, und wir dann tatsächlich auch noch den Siphon aktivieren, sind wir schon bei 2 und können gleich den Superstarken quasi werfen. Ja? Das heißt, wir müssen nicht 1, ihr seht die Zahl, und 2, 3, sondern wir können auch einfach die ganze Zeit die Nekromantenfertigkeiten casten, was wir in der Rotation eh machen, und das ist verdammt geil. Nebendran unser Execute, tatsächlich würmende Klingen, wir haben 2 Waffen, bietet sich an. Schöner Schaden, in dem Sinne AOE-basierend, also sprich an allen Targets um uns rum. Wenn wir weniger, die Feinde weniger als 50% ihres Lebens haben, also weniger als die Hälfte, machen wir zudem 100% extra Schaden. Und ja, das eskaliert relativ schnell, vor allem am wunderbaren Dummy. Da könnt ihr jetzt sich Zahlen polen jenseits der 70k pro Swipe und bedenkt, sofern der Target unter dem Limit ist und je mehr Leben der hat, gilt das halt für alle. Und das ist krass. Es ist ein super geiler AOE-Execute in dem Sinne und macht wirklich Spaß. Und speziell in Ad-Gruppen ist der Skill unerlässlich. Nebendran Stachelfalle. Wir legen eine Falle auf den Boden, verursachen Schaden, Schaden über Zeit, bekommen kleine Kraft für extra kritischen Schaden. Kriege eine Skill-Linie. Der letzte wunderbare Skill. Und der tatsächlich gibt uns noch einen ganz anderen Boni, nämlich die schlechte Passive, also in dem Sinne 3% extra Waffenkraft. Das ist auch der Grund, warum wir den Ulti-makellosen Dämmerbrecher vorne auf der Hauptbar haben. Nicht, weil wir den großartig aktivieren können, obwohl wir das selbstverständlich können. Nein, wegen den Stats, denn für jeden ausgerüsteten Krieger in Fertigkeit kriegen wir hier prozentualen Damage. In dem Sinne 2 Fertigkeiten, also 6%. Und das wollen wir, da uns in dem Sinne unsere wunderbaren Sets keinen richtigen normalen Proc, sondern nur einen Synergie-Proc aktivieren. Und da wollen wir natürlich ein bisschen mehr Schaden auf der Hauptbar mitnehmen. Was passiert, wenn den Ulti droppt? Dann habt ihr den Ulti gedroppt, ist nicht schlimm. Der Main-Ulti ist der wunderbare Koloss, aber ihr könnt auch den droppen, wenn es situativ einfach geht. Es ist tatsächlich sehr nah beieinander. Hier, den könnt ihr einfach öfter spammen. Den könnt ihr weniger spammen, ist aber dafür deutlich mächtiger. Kommt drauf an. Aber der Main-Ulti wäre schon der Koloss.
Wenn wir schon vom Koloss sprechen, tatsächlich auf der Bergbar haben wir einmal Giftinjektion. Das ist ein Flex-Spot. Ja? Hier könnt ihr theoretisch alles reinpacken, was ihr wollt. Giftinjektion, Giftschaden, 10 Sekunden lang, nochmal Giftschaden und wieder mit Execute unten dran. Genau wegen Execute haben wir den. Links ist es kein Muss, da der Schaden, speziell der Dot-Schaden, also der Schaden über Zeit, nicht so hoch ist. Ihr könnt theoretisch hier alles reintun, worauf ihr Bock habt. Ja? Dieser Skill ist eigentlich nur für den kleinen Execute-Bonus zum Schluss da. Nebendran ruinöse Sense. Ihr habt hier zwei Möglichkeiten. Zum einen die Sense, die Schaden macht und bei mir dritten Wirkung die Feinde aus dem Gleichgewicht bringt, was uns nochmal 10% extra Schaden gibt und uns natürlich heilt. Wir haben es hauptsächlich wegen dem Heal. Wenn ihr den standardisierten Heal haben wollt, ja, könnt ihr selbstverständlich bei Sturmangriff Elan, je nachdem wie der heilende Elan für eure Gruppe oder für euch selber selfish auflösender Elan nehmen und ihr haltet euch ein bisschen safiger. Ist ganz eure Entscheidung, welchen Heal ihr nehmt. Das ist quasi der Heal-Skill. Nebendran endloser Hagel. Tatsächlich vom Bogen, ebenfalls von der Bogenfertigkeit, ein AOE-Effekt, der Schaden über Zeit, neben seine 14 Sekunden lang, eine Feinslarve vom Himmel entsendet, die ja, allen Feinden im Wirkbereich Schaden zufügt, und zwar den gleichen. Ganz nebenbei, die wunderbare Sense findet ihr bei der zweiten Skill-Linie vom Knochentyran. Erste Skill, Veränderung von Totes Sense. Die beiden Bogenfertigkeiten, wer hätte das gedacht, findet man beim Bogen. Oh was, ja doch, der zweite Skill, in dem Sinne von Feinslarve, endloser Hagel, und Giftinjektion von dem Giftpfeil. Des Weiteren haben wir hier, jetzt sage ich wieder des Weiteren, Skelettschütze. Skelettschütze ist ein wunderbarer Begleiter, der 6 Sekunden lang an unserer Seite kämpft und schön Schaden verursacht. Nice, alle 2 Sekunden lang schöner Schaden. Jedes Mal, wenn der Schütze Schaden verursacht, wird sich sein nächster Angriff um 5% mehr Schaden quasi austeilen. Ja? Das ist ziemlich geil, das heißt, je länger der wunderbare Begleiter quasi on point ist, dabei ist, desto mehr Schaden macht er. Wie ein kleiner Mini-Passive-Execute, wenn man so will. Und des Weiteren hinterlässt er wieder eine Leiche, was natürlich für den Siphon sehr wichtig ist. Das heißt, das hinterlässt eine Leiche und das ist im Endeffekt auch die einzigen zwei Wege, wie wir den Siphon aktivieren können. Und das ist nice. Wo findet ihr den tatsächlich lebender Tod, sage ich schon? Nee, es ist gar nicht lebender Tod, lol. Ich habe gerade gedacht, eigentlich ist er Knochentyran, aber es war Grabesfürst. Grabesfürst, wie man obviously sieht hier, der vorletzte Skill. Veränderung vom normalen Skelett-Magier ist ein nicer Skill. Ist wirklich sehr, sehr wichtig, würde ich nicht ohne reinrennen wollen. Vor allem, weil wir hier eine geile Passive bekommen, die ich dann gleich mal erklären werde. Nebendran, der wichtigste Skill tatsächlich aus dem ganzen Ding, wenn man so will, Friedhof. Friedhof, wir machen 10 Sekunden lang 5000 Frostschaden, klingt nicht, nach nicht so viel, skaliert mit Magicka, also bringt uns nicht so viel. Aber sofern Leichnam während dem Wirken quasi entsteht, oder besser gesagt verbraucht wird, können wir 50% extra Schaden machen, also statt 5k 10k. Und das ist der Hauptgrund, wir können eine Synergie aktivieren und zwar unsere eigene. Nämlich die Grabräuber-Synergie. Die macht zum einen natürlich schön Schaden und wir werden für den größten Schaden geheilt, das heißt, wir haben nochmal ein Heal Sustain. Aber das Coole ist einfach daran, wir können damit unsere Sets procken. Ja? Das heißt, wir gehen hier rein und können unsere eigene Synergie aktivieren und damit, wie man gerade auf der Bar sieht, unsere Sets aktivieren. Per Knopfdruck. Den Proc. Geil. Richtig geil. Ein sehr wichtiger Skill tatsächlich, der maßgeblich für die Sets im Endeffekt. Das ist der Grund, warum wir die Synergie-Proc-Sets auf dem Charakter besonders nutzen können, besonders gut nutzen können. Ja, wo findet ihr den tatsächlich? Grabfürst, der dritte Skill, Veränderung vom normalen Friedhof. Ganz wichtig, dass ihr den begierigen Friedhof nehmt, wegen der Synergie. Nebendran, unser Main-Ulti, der Koloss. Wir machen hier wunderbaren Seuchenschaden. Insgesamt mit 3 Schlägen. Erst 11k, dann 11k,8 und dann nochmal 12,4. Wie gesagt, ungewaffte Stats, speziell beim Crit, geht das richtig haushoch. Des Weiteren bekommt unser Ziel, je nachdem, ist übrigens by the way AOE, also gilt für alle, die vor ihm sind, vor dem Koloss, bekommen größere Verwundbarkeit, was den erlittenen Schaden um 30% erhöht. Für 8 Sekunden. 8 Sekunden lang 30% Schaden. Merkt euch diese bitte, diese 30%. Merkt euch die, denn die ist gleich bei den Sets extrem wichtig. Passive, ihr seht sie hier. All die, die ich hier aktiviert habe, solltet ihr mitnehmen.
die dir auslassen könnt, sage ich gleich Bescheid. Ich habe eine leichte Rüstung, eine schwere Rüstung und sonst nur Mittel. Deswegen die ersten drei. Kriegsgilde, alle bis auf Kopfgeldjäger. Einschüchternde Präsenz kann bei Quests ganz hilfreich sein. Unerschrockenen, die Passiven würde ich unbedingt mitnehmen für Ressourcen, wenn ihr könnt. Wir sind Dunkelelf. Da wir Max Mana und Max Ausdauer bekommen. Wir haben eine Mana-Fertigkeit, ja, die Damage proc't und die der Grund ist, warum wir unsere Sets nutzen können. Ja? Weil wir brauchen einen Chunk of Mana. Mit dem Dunkelelfen ist das gedeckt. Wenn ihr mehr DPS haben wollt, könnt ihr gerne einen Ork nehmen. Aber hiermit finde ich persönlich, ist das für den Nekromanten am besten. Wahlweise könnte man auch einen Khajiit nehmen wegen kritischen Schaden, da der beim Nekromanten auch erhöht ist. Allerdings hat für mich der Dunkelelf hier am meisten Sinn gemacht. Das zweite haben wir eine Flammenresistenz, ist ganz nett. Aber vor allem hier die erhöhte Magie und vor allem die Waffenkraft. Das heißt, auch hier mit der Magiekraft können wir sogar ein bisschen mehr Schaden beim Friedhof raushauen als bei standardisierten Ork-Damage-Healer-Builds quasi, da der Ork sowas nicht hat. Dementsprechend ist die Wahl bei mir auf den Dunkelelfen gefallen. Allerdings habt ihr Ausweichmöglichkeiten. Alchemie empfehle ich euch Heilkenntnis auf 3, einfach um die, ja, die Effekte der Tränke natürlich etwas länger andauern zu lassen. Die Passiven, die ich noch kurz ansprechen will, ist zum einen Todesglocke. Todesglocke erhöht nämlich den kritischen Treffer gegen Feinde mit weniger als 25% Leben, also sprich Execute Range, um 10% pro Grabesfürsten Fertigkeit. Was merken wir? Wir haben auf beiden Freaking Bars 30% extra. 30%. Harter Schaden. Deswegen haben wir hier tatsächlich drei Fertigkeiten und hier in dem Sinne nochmal zwei, auch drei. Es ist verdammt, also wirklich, es ist eine verdammt starke Passive, die, wie ich finde, die Nekromanten extrem stark macht. Ebenfalls sehr stark der Rüstungsdurchstoß. Aber was halt auch sehr cool ist, sofern ich jetzt die Passive überhaupt finde, ich glaube, das ist nämlich der falsche Tree, da. Tatsächlich hier. Untoter Verbündeter. Solange wir einen Sprengknochen oder einen Skelettmagier haben, das sind unsere Fähigkeiten, die wir eh haben, ist unsere Ausdauer-Magier-Regeneration um 200 erhöht. Das heißt, wir haben auch noch Sustain. Für den Damage, den wir verursachen, bekommen wir Sustain. Ja? Geil, geil, geil. Also, es ist wirklich einfach eine geile Klasse, muss ich einfach sagen. Also, ein geiler Build, ja, aber ich finde, auf Stamina macht er richtig Spaß. Magicka, muss ich sagen, mittlerweile ist nicht so mein hundertprozentiger Fable. Vielleicht werde ich es wieder entfachen, aber Stamina ist schon nice, ist schon nice. CP-Punkte. Standardisiert verpasst, wer hätte das gedacht. Nicht so viel besonderer Stuff hier unterwegs. Kein Damage in Overtime, keine Punkte in Damage Overtime. Da wir eh durch die Passiven ein bisschen Schaden kriegen und das halt wirklich ein aggressiver, direkter Schadensbild ist. Genau. Gier, jetzt kommen wir endlich zum Geheimnis. Warum sehen die Schwerter so sexy aus? Ja, das kann ich euch liebend gern sagen, warum die Schwerter so sexy aussehen. Nämlich, weil wir Alkosh nehmen. Brüllen von Alkosh, ein Raid-Set aus dem Schlund von Lorcan, normal oder Wett, ist in dem Sinne wurscht. Wir bekommen kritischen Waffentreffer, kleinere Schächter, 5% extra Schaden gegen NPCs in Verliesen, Prüfungen und Arenen. Waffenkraft. Wenn wir eine Synergie aktivieren, entsenden wir eine Schockwelle, die einmal Schaden macht und 10 Sekunden lang extra Schaden macht. Das ist nice. Aber was noch viel, viel nicer ist, ersetzt die physische und Magieresistenz vom getroffenen Feind, ja, um 3010 runter. Das stackt mit eurem typischen Rüstungsdurchstoß vom Tank, ja? Von einem Aggroton. Das ist extrem krass. Wann ist das krass? Wenn ihr allein unterwegs seid, macht euch im Normalfall das überhaupt keinen Sinn. Wenn ihr Nekromant seid, könnt ihr es einmal procken, ist nice. Aber jetzt stellt euch mal vor, ihr seid im Vierer-Content, macht harten Schaden und dann helft ihr nochmal extra Schaden zu machen, weil die physische Resistenz quasi nochmal runtersetzt. Das heißt, wir machen nicht nur Schaden, wir machen nicht nur, wenn wir Schaden machen, kriegen wir Sustain, Regeneration. Wir können in dem Sinne, wenn wir die Synergie aktivieren, nicht nur Ressourcen zurückkriegen, sondern machen extra Schaden und setzen auch noch die Resistenzen des Gegners runter und machen damit für alle DDs im Umkreis ermöglichen wir extra Schaden zu machen. Geil as frick.
Super cool tatsächlich, wie ich finde. Allerdings exklusiv meiner Meinung nach auf dem Ausdauer Nekromanten, weil er halt wirklich diese Self-Synergie hat. Ich habe Schwert und Axt tatsächlich genommen. Man kann auch wahlweise Dolch oder zweimal Dolch nehmen. Zerschmetterer-Glyphe, um nochmal die physische Resistenz runterzusetzen. Präzise für extra Crit. Und auf der Bergbahn tatsächlich eine Axt mit geladen für extra Staatseffekt, damit wir vielleicht ein bisschen Blutungsschaden verursachen können. Ich habe auch mit solchen Schaden tatsächlich in dem Sinne verzaubert. Aber wenn ihr tatsächlich ein bisschen mehr Crit haben wollt, könnt ihr auf beiden Bars auch beiden Händen quasi auch ein Dolch fahren. Ist ganz eure Entscheidung. Des Weiteren, Bogen, Bergbar, ebenfalls vom Alkosch, wer hätte das gedacht? Erfüllt mit Waffenkraft, Glyphe für extra Damage. Ganz simpel. Light Attack, bekommen wir es. Wir haben die wunderbare Crit-Kombi, die heutzutage gerne gelaufen wird. Na? Da wir eh unglaublich erhöhten kritischen Schaden bekommen durch die Passiven in Execute Range, können wir sehr gut ein Pieces nehmen. Das heißt, einmal Schleimkopf für den Waffencrit und einmal Grundwurf ebenfalls für den Waffencrit. Ich empfehle euch einfach die Schultern von Unerschrocken zu kaufen und Kanalisation von Registro 1 einfach auf Wett zu laufen, easy life. Ja? Dann habt ihr zweimal einen super geilen Crit, der in dem Sinne nahezu das identische Ergebnis zu einem Set wie Velidreth, Krag oder auch Selene im Endeffekt droppt. Wie man sieht, oder vorhin schon angesprochen, alle Pieces in dem Sinne auf göttlich und alle mit Ausdauer verzaubert. Und das zweite Set, Loki, also der Zahn von Lokenstitz, ich nenne es Loki. Waffenkraft, wieder schlechter, das doppelt sich nicht, also sprich, ich habe nur einmal schlechter. Erneut Waffenkraft und aktivieren wir eine Synergie, erhalten wir 15 Sekunden lang größeren Schlechter. Was bedeutet, dass unsere Angriffe gegen NPCs in Verliesen und Prüfungen um 15% zusätzlich hitten. Könnt ihr euch noch an die 30% erinnern vom Skelett, vom Koloss, wenn wir Schaden verursachen? Rechnet dazu mal bitte 15%. Was für einen Schadenszuwachs ihr habt, die euch derch nicht angezeigt wird. Ja? Diese Prozente werdet ihr nicht in Waffenkraft sehen. Das skaliert an eurem Charakter, an den Skills und Fertigkeiten, die ihr verursacht. Das sind 45% extra Schaden. Fast 50%. Heftig. Brutal. Wahnsinnig. Und wie wir wissen, keine Uptime. Und auch bei Alkosh, keine Uptime. Und beide werden durch Synergien aktiviert. Das heißt, wir machen eine Synergie und aktivieren beide Sets sofort. On Fleek, on Point. Geiler Damage Output. Und jetzt sage ich euch klar: Wir sind ein Nekromant. Wir haben natürlich zwei Möglichkeiten, eine Synergie zu bekommen. Einmal hier durch den Grabfürst. Bupp, sehen wir übrigens das Zeichen, die geile Axt. Das Zeichen heißt von Loki. Das Zeichen, auch hier an den Händen sieht man das. Und in dem Sinne, wenn wir natürlich hier Schaden verursachen und im Kampf sind, bekommen wir hier zum Beispiel mal eine Synergie vom Heiler. Auch aktiviert. Da kommt der Schaden. Man sieht es oben unter dem Übungsskelett, da droppt Alkosch. Physische Resistenz ist runtergesetzt. 14k. Es ist krass. Ja, was ihr hier machen könnt. Ihr habt zwei Synergien, die ihr in dem Sinne am Test quasi nur testen könnt. Aber im normalen Fall, egal ob jetzt 4 oder 12, ist ja umso krasser, bekommt ihr nicht alle paar Sekunden nur eine Synergie vom Heiler. Ihr bekommt ganz andere Synergien. Ihr könnt Damage-Synergien aktivieren. Ihr könnt Knochenschild, also Schutz vom Tank-Synergien aktivieren. Ihr könnt Akro-Synergien aktivieren vom Akro-Pool, ebenfalls vom Tank zum Beispiel. Ihr könnt tatsächlich in dem Sinne, auch wenn ihr, sagen wir mal, einen Hüterheiler habt, durch das AOE-Field wieder eine Synergie aktivieren. Ihr könnt natürlich durch Ressourcenmanagements, durch die Orbs, durch die Kugeln, könnt ihr wieder Synergien aktivieren. Wenn ein Zauberer einen Sturmatronachen-Ulti droppt, könnt ihr eine Synergie aktivieren. Ihr merkt, ihr habt unfassbar viele. Und das sind nur ein paar von den Milliarden gefühlten Synergien, die es im Game gibt. Ihr habt unfassbar viele Möglichkeiten, eine Synergie aktivieren oder besser zu aktivieren. Was ihr dabei braucht, ist natürlich ein Team, das weiß, wie man supportet und das weiß, dass man mit den Synergien extra Schaden machen kann. Ja? Das heißt, wenn ihr jetzt ein Team habt, das einfach, keine Ahnung, nicht weiß, was man tun muss, ein Heiler, der keine Orbs schießt oder ein Tank, der euch im Endeffekt keinen Schutz bietet, klar, dann ist blöd, dann habt ihr natürlich weniger Synergien, weniger DPS, in dem Sinne 51k, aber
Trotz alledem ist es im Normalfall so, dass die Leute wissen, was sie tun. Wenigstens im Gröbsten und ihr überall immer Synergien rumfliegen habt. Speziell im Raid ist es umso krasser. Umso krasser. Weil ihr im Raid natürlich zu 12 seid und stellt euch mal vor, dass ihr von den 12 Leuten, sagen wir mal, haben wir 4 Zauberer, dann haben wir die 2 Tanks, 2 Heiler. Allein das wären in dem Sinne tatsächlich schon 8 Leute, die garantiert Synergien nutzen werden. Ihr merkt, ihr habt eigentlich eine fast 100% Uptime, wenn ihr Glück habt. Das heißt, je besser eure Gruppe performiert, desto besser könnt ihr performieren. Und das macht diese Kombi, wie ich finde, extrem geil. Und warum ich sie am Nekromanten spielen würde? Bup. Genau deswegen, weil ihr trotz alledem, wenn ihr mal keinen Support kriegt, ihr euch trotzdem supporten könnt. Und den Proc aktivieren könnt. Und ja, es ist geil. Es ist einfach mega, mega nice, die Kombi. Aber wie gesagt, meiner Meinung nach als Präferenz für den Nekromanten. Schmuck habe ich jetzt nicht einmal auf Erfüllt für extra Waffenkraft und zweimal auf Normalwaffenkraft mit extra Robust für Ausdauer. Ja, geil. Echt geil. Okay, so, ja, wie sieht die Rotation aus? Sie ist etwas komplizierter in dem Sinne und sehr situativ basierend. Was wir jetzt das natürlich machen, ist, wir buffen uns hoch, das heißt, wir nehmen unsere Potion für extra Damage. Ja, ganz simpel. Wir casten unseren wunderbaren Skelett Magier. So, der ist da. Dann machen wir die Fertigkeit, die am längsten dauert, in dem Sinne die Beast Trap, setzen die und machen einen Light Attack für Ulti Gain. Der Kollege fängt an zu schießen, ja, und wir casten unser Skelett. Boom. Wir haben einen wunderbaren Skull schon, in dem Sinne aktiv. Während diesem Prozess quasi. Machen wir einen 1, 2, 3 in dem Sinne. Und haben in dem Sinne schon den dritten Skull geworfen. Ja? Normal würde das hier alles aktiviert sein. Und normal hättet ihr in dem Sinne auch das Skelett schon hier und könntet dann den Zeifen aktivieren. Ja? So, mit einem leichten Gameplay macht das, die Rotation zu erklären, äußerst unschön. Wenn ihr es gemacht habt, wächst ihr auf die Bergbar. Macht wieder eine Light Tech für Ulti Gain. Aktiviert eure AOE. Macht den Giftpfeil. Und aktiviert euren Grabräuber. Hiermit aktiviert ihr eure Proc Sets. So, die sind aktiv. Wächst ihr wieder auf die Hauptbar. Aktiviert ihr eure Synergie. Castet wieder euren Sniper quasi. Wechselt wieder auf eure Hauptbar und aktiviert wieder die Beast-Trap. Beast-Trap, Light Attack. Skelett wird gecastet, Skelett explodiert, da haben wir schon den Dreierbonus. Aktivieren Siphon. Siphon hat aktiviert, wir wechseln die Bar. So, wieder Light Attack, AOE, Giftinjektion, Grabfeld, Synergie aktivieren, Skelett wieder rausholen, je nachdem. Beast-Trap, kommt immer drauf an, wie schnell ihr seid natürlich. Light Attack habe ich vergessen jetzt. Castet wieder den Knochen. Knochen explodiert. Könnt ihr wieder den Dreierstoß quasi machen. Und aktiviert wieder euren Siphon. So. Das wäre so eine standardisierte langsame Rotation. Allerdings geht das schnell, viel schneller. Und vor allen Dingen, je schneller ihr das macht, werdet ihr nicht immer die Dreier-Skulls haben. Das heißt, ihr habt es oft, dass ihr einfach die Skulls alle drei quasi casten könnt. Ja? Und in dieser Zeit könnt ihr das natürlich machen. Ja? Es ist unglaublich situativ. Es gibt keine richtige Rotation für den Kollegen, außer dass vielleicht Skill oder Bar abspielen. Aber das meiste ist wirklich situativ. Zum einen, was für Synergien ihr von euren Team-Membern kriegt. Und zum anderen natürlich, wie die Skelette in dem Sinne quasi stacken, sodass ihr natürlich in dem Sinne mehr Schaden machen könnt. Ja? Das heißt, wenn wir es jetzt etwas schneller machen, das heißt, wie folgt uns, wir holen das Skelett, buffen uns wieder hoch, aktivieren hier die Beast Trap, machen eine Light Attack, casten das Sinn, können wir eine Light Attack machen, zack, 1, 2, in dem Sinne 2, aktivieren Siphon, Light Attack, Feißlarve, Giftinjektion, Schild wird gecastet, Schild sage ich schon, Friedhof wird gecastet, Bergmar, wir haben hier den Sniper, ich nenne ihn einfach Sniper, ja, der hier lag, den hätte man dann sofort theoretisch in den Siphon wieder casten können. Ja? Das ist situativ. Ihr müsst gucken, ob ihr das könnt, ob ihr die genug Zeit habt. Okay? Also, wenn wir es jetzt nochmal machen müssen, wie gesagt, das ist beim Nekromanten nicht blöd, wie ich finde. Also fürs Rotationserklären, deswegen mache ich das nicht oft. So, Pet ist gecastet, buffen uns hoch, trinken unseren Tank. Erneut. So. Bin selber still, zack. Zack. Können auch Lighttext machen, wenn wir noch Zeit haben zwischendrin. Zack. Barwechsel.
Zack. Zack. Wenn er schon tot ist, dann können wir ihn auch gleich neu casten. Zack, zack, zack. Barwechsel wieder. Zack. Ja. Eins, zwei, drei. Kommt drauf an, wie viel Zeit ihr habt. Gleich ist da. Seifen aktivieren. Bergbarwechsel wieder. Zack. Zack. Neu casten. Zack, zack. Je nachdem, wieder, ne? Neu. Schub, die Wupp. Jetzt habe ich vergessen, mein wunderbares Skelett zu casten. Und das macht ihr im Endeffekt situativ immer mehr und mehr und mehr, bis ihr es dann halt irgendwann raus habt. In dem Sinne ist die Rotation beim Nekromanten sehr interaktiv, weil es durch das Leichen-Gameplay verlangsamt wird und ihr auf mehr achten müsst als nur eure Rotation. Das heißt, es gibt keine richtige Standard-Rotation, sondern nur eine gewisse Skill-Abfolge. Und ich finde es äußerst schwer, das am Dummy zu erklären bzw. zu zeigen, speziell wenn man es langsam machen möchte. Weil das eigentlich nicht wirklich möglich ist. Ja. Okay, ich hoffe, das war verständlich und nicht zu confusing und vor allen Dingen, ja, verständlich. Wenn es euch gefallen hat, gebt ein Like. Wir haben jetzt die Charakter angeguckt, das Inventar, in dem Sinne die Sets, Fertigkeiten, Fertigkeiten passiven, wo die herkommen, was die Veränderungen sind, CP-Punkte. Ich glaube, wir sind durch. Ich bin auch durch. Ich wurde nämlich zwischenzeitlich vom Server gekickt, deswegen der kleine Cut vorhin. Ja, und wenn es euch gefallen hat, droppt ein Like. Ich wollte das Video eigentlich nicht so lang machen, aber ich dachte mir, weil das erste Ausdauer-Nekromanten-Bildvideo sehr unprofessionell, würde ich nicht sagen, aber in dem Status, wo der Nekromant damals war, nicht perfekt ausgenutzt ist, habe ich mir gedacht, ich mache jetzt einfach den Bild und zeige ihn euch. Ja, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, droppt ein Like. By the way, Loki droppt aus Sonnenspitz, normal oder red, habe ich vergessen zu sagen. Okay, wunderbar. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao.